Mahlzeit, Leute, hier sind wir wieder bei Mafia 3 und dieses Mal, ja, rede mit Vito. Ich habe Vito wieder ein Gebiet zugewiesen. Mal gucken, ob wir ihm jetzt seinen Gefallen zu Ende bringen können. Und? Du kannst wieder einen Namen von deiner Liste streichen. Muss der leiden? Das muss, darum mache ich es lieber schnell. Wenn das hier Greco-Style ablaufen sollte, hätte ich ihn auch gleich mitbringen können. Mit Greco war es anders. Mehr in der Hitze des Gefechts. Dein Kollege muss ja der Knaller gewesen sein, wenn so viele Typen nötig waren. Ein paar so Schwanzlutscher haben ihn gefickt, als er sie um Hilfe gebeten hat. Und sind alle da unten gelandet. Die Kommission lässt Sal jetzt mehr Spielraum, wie er seine Geschäfte führt. Dafür nimmt er jeden, den sie ihm schicken, in seine Organisation auf. Naja, wo Arschlöcher sind, ist eben auch scheiße. Anwesende ausgenommen. Anwesende ausgenommen. Okay. Dann gehen wir mal dahin. Mal gucken, wo das ist. Ist nicht weit weg, gut. Die wollte jetzt sich überfahren. Darum hupen. Ich hatte die ganze Zeit so durchfahren. Nur. Dann befragen wir ihn mal. Ups, tut mir leid. Bleib ruhig und wir kriegen keine Probleme. Wo finde ich Luca? Ich weiß nur, dass Luca sich in irgendeinem Lagerhaus versteckt. Bleib in der Stadt. Dein Arsch gehört jetzt mir. Ganz einfach. Eine schusssichere Weste wären eigentlich auch noch cool. Warum machen wir das nicht gleich so? An alle Einheiten im Einsatzgebiet. Falls jemand Zeit hat, ich hätte da eine Meldung über einen männlichen Farbigen, der in River Row herumlungert. Herumlungert. Klar, 2000 Meter. Ich weiß auch genau, wo in irgendwelchen Lagerhaus das ist. Genau. Ich wiederhole, Sichtkontakt verloren. Hier ist irgendein Lagerhaus. Jetzt müsste bestimmt das sein. Und halt Crash.
Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Weiß nicht, ob ich so oben lang musste, unten. So sieht er hier oben, aber. Dann muss ich, glaube ich, den ganzen Weg nochmal zurückgucken, oder? Geht mir aus dem Weg, einfach, dann passiert sowas nicht. Nee, da oben konnte ich nicht. Drei. Alle Söhnchen. Tötet unsere ganzen Leute. Sie machen uns fertig. Komm und hol mich, du verfluchter Drecksnigger. Ich will mal sagen, ja. Das war jetzt einfach.
Ja, ein paar lautlose Kills mehr. Hui. Und wieder zurückgucken. Hier hat keiner gesehen. Okay, yeah. Die Karre hört sich an, als ob sie gleich hochgeht. Immer schon mal Vito besuchen. Können wir auch gleich Medizin mitnehmen von ihm. Lässt du es immer schön krachen, Lincoln? Nur noch ein Name auf meiner Liste. Sag Bescheid, wenn er erledigt ist. Luca war ein paranoider Feigling. Dario spielt dagegen gern den harten Kerl. Der Wichser hat mich doch tatsächlich angerufen und verzapft. Wo ist? Okay, die sagt der letzte Name. Ein letzter Name. Mal sehen, ob es der letzte war.
Scarletta will jeden tot sehen. Die andere will irgendwelche Waffen haben. Die Karre hat gar nicht raus. Aufpassen auf Alligatoren. Mal schnell aus dieser Brühe raus. Das sind schon mal drei. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir es auch gleich mit. Ja. Hat keiner mitgekriegt, dass wir zwei tot sind. Okay, ich weiß zwar nicht, woher sie wissen, wo ich bin. Ich steck hier. Wir haben noch einen getötet. Ich bring meinen Arsch in Sicherheit. Au! Au! Mach uns verflucht noch mal fertig! Scheiße! Ist ja meine Aufgabe, euch fertig zu machen. Einfach die Augen. Er ist noch hier. Zurück an die Arbeit, Leute. Die Ratte ist längst weg.
Bist du das, Drecksack? Mich hin da rein. Hier lang. Das war jetzt einfach. Okay, ganz ruhig. Das arme Schwein atmet nicht mehr. Der Kerl ist abgehauen. Ja. Das war eigentlich auch hier einfach. Jetzt kommt ein Krokodil und frisst mich auf. Ins Mordmarsch kommt der Kabel, dann können wir mal losfahren. Vito, ich komme. Duckel. Spinner. Ja, bei Vitus ist immer eigentlich ganz cool. Da kannst du gleich hier zack. Zack. Und hier drüben hast du gleich zwei Adrenalinspritzen dazu. Brauche ich mir nicht kaufen. Geld. Ich habe dein Problem endgültig gelöst. Oh, Scheiße. Also ist es tatsächlich vorbei.
Scheiße, Gottverdammte. Ist alles okay? Kompensation Pest, ne? Es ist bloß. Das heißt, dass Joey wirklich tot ist. Guter Freund von mir. Fast wie ein Bruder. Er und ich wollten mal ein großes Ding drehen für so einen Arsch namens Leo Galante. Hohes Tier bei der Kommission. Ging aber schief und wir waren am Arsch. Wie so oft, wenn man Befehle befolgt. 2 Jahre hatte ich keine Ahnung, ob Joey noch am Leben war oder was. Wann hast du es erfahren? So 4-5 Jahre, nachdem ich hier runtergeschickt wurde. Hatte noch ein bisschen Heimweh und hatte die Fühle ausgestreckt. Da höre ich, einer von den Typen, die mit Joey weggefahren waren, redet gern, wenn er blau ist. Hat wohl rum erzählt, er soll für Leo irgendein Großmaul fertig machen. Dieses Großmaul hat dem Karl dann die Zähne eingeschlagen und den Kiefer gebrochen. Klingt, als hätte Joe es ihnen nicht leicht gemacht. Allerdings. Ein Joey Barbaro gibt nicht kampflos auf. Joey konnte sich befreien und war eine Weile auf der Flucht. Ging nach Chicago. Dachte, ein paar Typen dort würden ihm helfen. Die sind ihm aber in den Rücken gefallen. Naja, es kam, wie es kommen musste. Sie haben ihn verprügelt, ihm die Hände abgehackt, die Fresse zu Brei geschlagen. War nicht mehr viel übrig von ihm. Sicher, dass es Joe war? Wenn es nicht wäre, wenn Joe noch leben würde, hätte er mich gefunden. Das waren wir Joe schuldig, diese Penne auf meiner Liste zu erledigen. Danke, Lincoln. Ah, bitte. Und somit auch die Trophäe. Ich brauche einen Gefallen. Eine Sache muss ich natürlich jetzt gucken. Könnte ich Nachschub bekommen in River Row? Bin gleich da. Kiste, ja. Brauchst du irgendwas? Okay, zeig, was du auf der... Ja, ich weiß, gucken. Ach, Mann. Das war's erstmal. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Gut. Mal gucken, ob er hier noch aufkreuzt. Nein. Nur halt die Trucks und... Ja. Oh, somit ist Vito abgehakt. Cool. Cool, cool, cool. Ja, fahren wir nochmal zur Bar. Wir haben 45.000. Mal gucken, was da noch so ist. Egal, steht dann, steht einfach im Weg. Ja. Mag keine Taxis. Oh, Vito ist als Gefallen erledigt. Er kriegt also kein Gebiet mehr. Sammy's Bar. Hallo, Tante. Hier ist immer noch eine Menge zu tun. Ah, die Klappe. Okay, was brauchen wir jetzt hier für...
Please, Lil Ernie App. Okay, keine Ahnung, was das ist. Wenigstens ist es unten jetzt gemütlicher. Der Typ an der Bar ist Reggie, unser neuer Barkeeper. Also an sich ist er das, aber im Moment braucht er Hilfe mit einem Auto, das er in einem Rennen verloren hat. Reggie, du bist Sammys Junge, oder? Ist schön, dass der Laden hier wieder läuft. Danke. Was habe ich da gehört? Du hast deinen Wagen verloren? Ich Idiot habe ihn mal im Rennen verloren. So ein Weißer namens Shorty hat ihn unten im Bayou gewonnen. Okay. Wenn ich Shorty deine Karre wieder abnehme, arbeitest du dann für mich? Die geht ab wie eine Rakete. Aber in den Kurven kannst du sie überholen. Also hol dir was Schnelles, das auch mit Kurven klarkommt. Okay, mach ich, Mann. Pass auf dich auf, Reggie. Hol mir meine Karre zurück und klar, dann arbeite ich für dich. Okay. Wie wär's, wenn du mir eine neue Schleuder ins Hollow schicken würdest? Ich gehe noch eben pissen, dann bring ich ihn raus zu dir. Lange nicht gesehen, was? Gut. Gut, Junge, Zeit. Perle. Gib, 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 gib. Hier ist dein Wagen, Boss. Das ist eine große Hilfe. Dann wird der den schönen Auto schon haben, nein, nein, nein. Glaube ich, denke ich mal, nicht so eine harte Kerre haben. Auf jeden Fall mal. Okay. Okay. Schöne Karre, Mann. Nur zum Angeben? Scheiße, wir können sofort ein Rennen um die Karre machen. Schöner Wagen, Kleiner. Kannst kaum erwarten, dir den abzureden. Kurven kannst du überholen, ne? Es sind nicht mehr Kurven. Und tschüss. Nee, nee.
Was soll denn? Aber er hat eine gute Karre, also das ist nicht... Scheiße. Du hast das Shorty richtig gezeigt. Wir sehen uns in der Bar? Auf jeden Fall. Sag Miss Lilly Bescheid, wenn ich dazu stoßen soll. Kein Ding. Mach ich. Na gut, Leute. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob wir die Karre jetzt auch haben. Da ist er. Samsung Harrier. Na gut, Leute. Somit bis zum nächsten Mal. Macht's gut.